An einem Sommernachmittag setzte sich eine junge Frau neben einen Mann auf eine Parkbank, die am Rande eines Spielplatzes stand. Das da hinten, das Mädchen im rosa Pullover, das ist meine Tochter Sophie, sagte die Frau. Das da hinten, der Junge mit dem blauen T-Shirt auf der Schaukel, das ist mein Sohn Stefan, sagte der Mann, sichtlich stolz. Und während er das sagte, schaute er auf seine Uhr und rief seinem Jungen zu, Stefan, wir müssen los. Aber Stefan rief zurück, 5 Minuten. Papa, bitte, nur noch 5 Minuten. Der Vater nickte zustimmend, lehnte sich nochmal zurück und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Aber nach ein paar Minuten rief er wieder dem Sohn zu, Stefan, wir müssen jetzt wirklich los. Und Stefan rief schon wieder, Papa, 5 Minuten, bitte, nur noch 5 Minuten. Also gut, meinetwegen, sagte der junge Mann. Die junge Frau wandte sich zu ihm und sagte, Sie sind aber ein sehr, sehr großzügiger Vater. Da meinte der Mann, so großzügig bin ich gar nicht. Es ist eher meinetwegen. Wissen Sie, vor genau einem Jahr starb mein ältester Sohn Florian an diesem Spielplatz. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf die Straße und wurde von einem betrunkenen Autofahrer überfahren. Ich würde heute alles geben, um nochmal 5 Minuten mit ihm zu haben. Ich habe wegen meiner Arbeit früher leider nie viel Zeit mit Florian verbracht und ich habe mir geschworen, diesen Fehler bei Stefan nicht noch einmal zu tun. Stefan denkt, er hat 5 Minuten gewonnen, um länger zu schaukeln. Aber in Wahrheit habe ich 5 Minuten gewonnen, um ihm beim Schaukeln zuzuschauen. Ich glaube, du weißt, was ich dir sagen wollte damit. Ich glaube, du verstehst mich. Denn wir denken ganz häufig, dass die Menschen, die wir jetzt in unserem Leben haben, die wir heute in unserem Leben haben, die genau jetzt bei dir sind, auch morgen da sein werden. Aber irgendwann wird der Tag kommen, an dem sie nicht mehr da sind. Und Menschen, die für uns selbstverständlich sind, die immer da sind. Unsere Eltern, die Kinder, Freunde, Bekannte, die können morgen, schon morgen nicht mehr da sein. Und am Ende unseres Lebens werden wir nicht die Dinge bereuen, die wir getan haben. Wir werden die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben. Wir werden die Zeiten bereuen, die wir nicht genutzt haben. Wir werden die Momente bereuen, wo wir nicht gelacht, wo wir nicht geliebt haben. Lass es nicht so weit kommen. Und ich möchte nur eine Sache sagen. Nimm dir bitte Zeit für deine Liebsten, bevor dir irgendwann die Zeit deine Liebsten nimmt. Ich hoffe, ich konnte dich auch mit dieser Botschaft berühren. Und wenn du dieses Video gefühlt hast, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und aktiviere auf jeden Fall die Glocke. Wenn du das machen würdest, würdest du mir ein großes Geschenk machen. Schön, dass es dich gibt. Dein Björn.